So, Kiesgewinnung, Asphalt. Ich frage mich allgemein, woher kriegen wir gerade im Moment unseren Asphalt? Ach Mann, ey, wo habe ich denn das jetzt schon wieder? Ba ba ba. Ba 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 ba. Ach du. Hä? Hä? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Was ist auch hier, du Depp? Ach so. Mille grazie. So. Ja. Und Itzo? So, halt. Halt. Falsch. Kann ich hier noch eins hinbauen? Es wäre absolut ober. Ja, sowas von ober wäre mega geil. Aber irgendwie, nee. Geht nicht. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ach ja, von dieser Musik können wir einfach nur abdancen. Dancing Queen, nein, nicht das Dancen. Okay, okay, so, da war gerade eben ein kleiner Cut. Jetzt ist natürlich die Frage. Problem ist, wenn ich das jetzt hier so hinbaue, dann kriegen wir da drüber kein Kornspeicher mehr hin. Das ist ein Problem, weil ich würde sehr viel Korn speichern. So. Leute, ich brauche Kornspeicher. So, da geht's so weit hier zur Sache. So, Waren. Waren, 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 Waren. So, Verbindung herstellen. So, habe ich da jetzt irgendwas gebaut? Nee. Warum kann ich jetzt dazwischen jetzt keine Verbindung mehr herstellen? Die habe ich so nah aufeinander drauf gebaut, oder wie? Das war echt nicht mehr wahr, ey. Das war anscheinend zu nah aufeinander. Ah, dann kommen die ganzen drei halt wieder weg. Ich bin so glücklich, dass wir immerhin viel Geld haben. Weil ansonsten wirklich, das wäre eine absolute Vollkatastrophe. So, wir können anscheinend nur so irgendwie. Wollen wir nur zwei statt, statt drei? So ein absoluter Traum. Okay. Und dann, Verbindung. Schlagen. Aha. Das hier geht schon wieder nicht, weil too close. Da müssen wir jetzt das auch noch wegreißen. Oh, das ist echt klasse. Ich finde das immer so traurig, wenn das hier eingestampft wird, weil das sieht immer so traurig aus. Wenn das so langsam immer so im Erdboden versinkt. Nein, können wir es jetzt nicht mehr hinbauen, weil. Nee. Geht noch. So, wir probieren es mal. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht. Glaube ich, hat jetzt nicht so viel geändert, oder? Wo ist es denn? Oh Gott. So, das funktioniert schon mal. Das funktioniert auch. Ja, ich bin glücklich. Mehr wollte ich nicht. So. So, hier ein Freilager. Klatschen wir dann ganz zum Schluss hin. Überleg gerade. Können wir eigentlich auch hier von was abzweigen? Nee, geht nicht. Okay. So, und unsere Nahrungsmittelfabrik. Die bauen wir jetzt wohin? Hier hin. So, alles einplanieren. Bampfen eine Nahrungsmittelfabrik rein. Und in der Infrastruktur bauen wir dann hier. Das ist auch noch zu lang. Oh, super.
Joa, dann müssen wir das wahrscheinlich so quer bauen. Was sind noch solche Felder? So ein kleines Feld zum Beispiel. Ja, das geht. Ja, das geht. Dann bauen wir halt da so zwei kleine Felder oder sowas drumherum. Okay. So, Abbruch. So. Flaches Gelände. Hinsetzen. Ich hoffe, dass die sich jetzt wirklich untereinander verbinden. Das wäre so töfte. Dass sie quasi immer das untereinander so untereinander schieben. Also untereinander hin und her schieben, so rum. So. Wunderbar. Da brauchen wir natürlich auch noch einen Fußweg nach da hinten. Sonst kommen die armen Leute ja nicht zur Arbeit. Das wäre ja eine Schandtat. Hallo? So, wunderschön. Und das Problem ist, jetzt können wir da wahrscheinlich keine Straßen mehr. Warum können wir überhaupt nicht Straßen da durchbauen? Ich verstehe sowas echt nicht. Also ich kann Fußwege kann ich durchbauen, aber Straßen nicht. Whatever. Wobei, vielleicht verbinden wir die ja so und dann machen wir nur eine Ausfahrt. Können wir dafür noch irgendwas Cooles hinbauen oder so. Sorry Leute, da muss noch mal ganz kurz die Planierraupe hin. So. Entschuldigung. Na, dann ist es halt so aus. Geht auch eigentlich im Prinzip. Sieht immer so schief aus, aber dann in Wirklichkeit ist es gar nicht so schief. So, das ja, hat sich jetzt irgendwie in Luft gelöst. Das sah mir gerade nur so komisch aus, aber das ist irgendwie immer so hier. Bei einem Eck ist es halt irgendwie so, dass da so ein Eck fehlt halt. Ich muss jetzt tatsächlich noch weiter bauen und extra das ganze Terrain anflachen. Komm, das ist echt nicht wahr. So, komm, ich krieg das jetzt hier wohin. So, rechte Maustaste halten. Tut's aber nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Hallo? Silo? Ah! Krieg ich ja hier. Landfall. Hallo? Rechte Maustaste. So, das ist das weiteste, wo ich hier bauen kann. So, die beiden kann ich jetzt nicht miteinander verbinden, weil die jetzt so nah aufeinander drauf sind. Also so langsam echt kriege ich echt noch einen Koller. So, pass auf. So. Und jetzt, wenn ich jetzt das noch schaffe, nur diesen Puppel. Genau, das ist nämlich das nächste Problem. Das wäre heute, ich muss jetzt mal wieder hier so runterbauen. Hallo. Ich habe Bahnübergang. Ich habe nicht mal einen einzigen Zug hier drin. So, Gott sei Dank. So, nächste Baustelle. Das hier noch mit irgendwie mit den Silos verbinden. Ich habe echt keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ich will auch noch mal wissen, was die Förderer sind. Das ist eine zu scharfe Kurve. Ach nee, Alter. Das ist echt ein Krampf. Wo soll ich denn die sonst bauen? So, da steht sich die Nahrungsmittelfabrik jetzt selber im Weg. Ja, die müssen wir weiter nach oben bauen, sonst geht das nicht. Ein Traum, echt. Och, Alter, das ist ja echt ein Krampf. Also, das muss man noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, ich muss nochmal nachgucken bei unserer Ding, da stimmt auch irgendwas nicht. Bei unserer Kohleproduktion. So müsste das passen. Straße raus. Fußweg raus. Jetzt habe ich die Straße auch noch mit rausgerissen. Das ist aber im Moment erstmal Wurst. Jetzt müssen wir die einfach nur so hinbauen, dass das jetzt so passt. Wunderbar. Wobei, vielleicht geht das mal weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Geht das weiter nach hinten?
So, wunderschön. Das ist jetzt auch nicht zu nah aufeinander und ich hoffe, dass es jetzt im perfekten Winkel. So, ein Traum. Hallo, hallo, hallo. So, jetzt haben wir da was. So, also der Fußweg sieht jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber ist okay. So, und dann müssen wir jetzt nur schauen, dass wir jetzt hier die Verbindung hinkriegen und ich bin glücklich. Ja, Gott sei Dank. So, wunderbar. Haben wir es hingekriegt. Hier hängt schon irgendwas drin. So, das wächst. Absoluter Traum. So, wir sollten eigentlich auch nochmal. Wir klatschen jetzt nochmal zwei Felder ran. Mittlere. Nahrung, mittleres Feld. Oder vielleicht auch so rum. Ja. Ja, also so ein großes Feld, das ist natürlich schon nochmal ein ganz anderes Kaliber. Mein Lieber. Haha. Wenn wir die jetzt so rum hinbauen. Schwupp. Aber guck mal, was mich hier auch noch ein bisschen nervt, ich kann ihn nicht fein rotaten, oder kann ich das? Ich kann ja nur noch die Brückenhöhe. Super. Weil so ist es absolut, guck mal, das ist krumm und schief dazu. So, wenn ich jetzt hier ein mittleres Feld raushole. Absolut schief dazu. Kann ich nicht gerade bauen. Ja, das sag ich. Ist jetzt auch nicht gerade dazu. Es ist so ein bisschen weiter nach. Da schenke ich da drin halt ein bisschen Platz, aber. Weil anders ist es auch blöd. So. So, brauche ich erstmal nur die zwei. Müsste jetzt erstmal passen. Gleise noch nicht, ne. So, Asphaltstraße. So, neue Häuser bräuchte ich eigentlich auch gleich. Na, ich muss jetzt also mal gucken, auch dass meine wunderbare Nahrungsmittelfabrik richtig passt und funktioniert. Was ist das denn? So, wunderbar. Ja, den Bubel kriege ich jetzt nicht raus, aber ist auch okay so. So, ist okay. So, du hast eine neue Arbeit und zwar. Ich frage mich, ob er die jetzt auch schon aussät. Elektrische Verbindung. Zugang und Felder plus. Da, da und da, da. Aussaat 0%. Aha. Und das da? Keine Straßenverbindung, wie bitte? Das ist ein wunderschönes Feld. Mit einer ganz geilen Anbindung. I don't understand your problem. Ich schließe das jetzt auch nochmal hier oben an. Ich verstehe zwar jetzt nicht, warum ich das jetzt tun sollte. Um alles in der Welt. Aber ich tue es einfach mal. Keine Straßenverbindung. Jetzt? Jetzt geht's. I don't understand that. Ne, hier ist verbunden. Das hier kommt mir noch ein bisschen spanisch vor, um ehrlich zu sein. Ne, aber das passt auch. Komisch. So. Ressourcen für Google kaufen. So. Machen wir mal so viel.
So, und damit schmeißen wir jetzt hier auch mal eine dicke Nahrungsmittelfabrik ran. Weil der ja im Moment noch nichts hat. So, das hier ist jetzt schon ziemlich weit gewachsen. So, da kommen schon unsere Helden des Alltags. Die wunderbaren Trecker. Und schmeißt jetzt hier mal alles mögliche aufs Feld, dass die komplett schief sind. Das nervt mich eigentlich echt. Aber ich kann nichts machen. Und hier, da trinken sie Alkohol in Matsukuma. Da gibt es auch richtig Disco-Boge beim Strom. Anzahl der Gäste, 2 von 37. Joa. Hier sind Nutzfahrzeuge, die im Betrieb arbeiten. 9. Wie viele Arbeiter arbeiten denn da? Kann ich denn das hier nicht sehen? So, das hier muss noch ausgesät werden. Aber klar, da brauchst du ein bisschen länger, bis er da ist. So, wunderbar. Aussehen! Ja, so schön. So, dann kaufen wir den. Neues Fahrzeug kaufen. Aussaat. Kriegen wir noch zwei solche Traktoren. Verkaufen wir einen davon. So, der ist still, der ist still. Automatikmodus. Ja, es sind gerade zwei noch unterwegs, ich lasse das mal. Okay, wie viel arbeiten hier? Wenig. Also, wir sollten mal erstmal dieses Haus anschließen. Und das kann ich ja nicht. Dann at least mit irgendeinem Fußweg. Habe ich gemacht. Gut. So, dann müssen wir das ja auch mal ein bisschen aufwerten. Außerdem, damit die jetzt nicht in der Nacht so zappenduster hier rumschlawenzeln. Brauche ich sogar noch mal ein paar tolle, geile Laternen hin. So. Guck mal, wie wunderschön. So, dann, ja, sieht das hier schon ein bisschen humaner aus. So, Wohngebäude. Brauchen wir noch so einen Plattenbau. Wo ist denn der? Hier so einen. So. So, wunderbar. So, liebe Leute, wir brauchen mal hier ein paar neue Mitarbeiter. Oder Julesen. Es ist zwar alles krumm und schief, aber ist mir jetzt auch bewusst. Zack, 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 zack. Und neue Leute. So, wir wollen vielleicht auch mal irgendwann eine Automobilfabrik. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich schlau. So. Können eigentlich noch deutlich mehr arbeiten. Wie viel holt der? Der ballert auf alles raus, was nur geht. Cool. So. Ich glaube, die beiden sollten wir uns auch noch miteinander verbinden, oder? Kann das sein? Infrastruktur. Können wir die beiden überhaupt miteinander verbinden? Dem scheint nicht so. Straßenladungsstation, Freiraumspeicher, 1 Tonnen Stahl. Bisschen Stoff, aber kein Holz, Stahl, Platten. Holz, Warenhaus. Kleidung, Alkohol, Pflanzen. Im Warenhaus können übrigens auch noch ganz schön viel gespeichert werden. Und, warte mal. So, Waren und Lager. 800 Tonnen Pflanzen.
Schwierig. Kann ich auch essen? Kann ich auch essen? Nee. Hä, wo kann ich denn dann essen? Fleischlagerung. Ja, klasse. Ja, wo kann ich denn? Ach doch, 225 Tonnen Essen. Well then. Naja, dann müssen wir da wohl nicht kleckern, sondern klotzen, wa? Übrigens, da ist jetzt ja die Straße dazwischen. Uff. Kriegen wir da auch gar nicht rein. Ja, also die ganze Straße hier hinten ist ja sowieso überflüssig, habe ich jetzt so verstanden. So, da die Rest mal auch gerade wieder raus. So, wunderbar. Und dann wollen wir jetzt hier einmal das Warenhaus hin. Wo ist das Warenhaus nochmal hin? Damit wir das dann quasi auch hier speichern können. Was wir hier alles hier rangesammelt haben. So, ein wunderbares Warenhaus. Dann können wir das da auch alles speichern. Können wir das jetzt über die... Nee, also ich wette um alles in der Welt, dass wir das nicht können. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier über die Straße... doof. Warum lauft ihr jetzt einfach mal da lang? Ach so, weil die ja immer noch... kein Straßenanschluss und B, kein gar nichts Anschluss haben. Also, ja, sollten wir uns darum schon nichts kümmern. So, auf einmal strömen die alle raus. Juhu, endlich frei. Dann müssen wir jetzt noch gucken. So, welche andere Infrastruktur steht denn jetzt hier im Weg? Oh, toll. So, ganz kurz Pause, damit die ganzen Leute jetzt hier nicht komplett verwirrt sind. Jetzt habe ich auch noch... Nein, ich habe... ich habe gerade ganz schön viele Leute weggerissen. Ah, jetzt stehen die Fußwege im Weg. Warum baue ich denn jetzt hier alles weg? Ich wollte doch nur... Wollte ich nicht. So, wunderbar. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir jetzt hier noch die Fußwege reinkriegen. Fuß weg. So. Also der Fuß kann schon da bleiben, aber hier brauchen wir einen Fußweg. Das wollte ich sagen. So, wunderbar. Wir haben jetzt alle einen wunderbaren, schönen Anschluss. Und trotzdem laufen die alle auf dem Gehweg. Das ist natürlich klasse. Genau so lobe ich mir das. So. Ja, Karl Marx oder sowas hier. Nee, Karl Marx nicht, aber nur Linien können wir da hinstellen, glaube ich. So, Linien, auf geht's. Wenn man auch weiß, wo man, mit wem man es hier zu tun hat. So, wunderbar. Drumherum dann noch so ein paar Büsche und sowas. Nö. So, Frage, wie kriegen wir jetzt da... Das dann jetzt... Oh Mann, ich überziehe gerade schon komplett. Ja, so ist doch ein bisschen doof, oder? Also bitte... Ja. Ach Mist, wie kriege ich das jetzt darüber? Was will ich noch ganz kurz machen? Wie kriege ich denn das jetzt hier ums Verecken hier rüber? Muss direkt mit A und B verbunden sein, ja, okay. Gebäude im Weg. Okay. Theoretisch würden wir jetzt einfach, ich probiere einfach mal, die Straße jetzt hier rauszureißen und dann vielleicht die Straße damit zu kollidieren? Ich weiß nicht. Ganz kurzes Experiment am Schluss. Warte kurz, ich mache zu sehr mal Pause. Immer sehr gefährlich mit dem Abrisswerkzeug in Pause zu gehen. Ja, ja. So. Wunderbar. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir jetzt hier irgendwie...
Wie ging denn das nochmal? Einstellung, Steuerung, E und Q. Das habe ich jetzt gerade eben fleißig gedrückt, aber hat nichts gebracht. Ach so. Dann soll das irgendwie umlegen. Ba, 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 la, la. Eigentlich sind die doch eigentlich immer dafür bekannt, dass die eigentlich immer so einen starken, so total ausgeklügelt und total durchdacht sind. Bei mir sieht das mal wieder aus wie Kronen Rüben. Also die Städte sind dafür eigentlich bekannt. Naja. Was ist das denn hier? Baumstumpf oder so. Nehmen wir mal so eine Querstraße. Irgendwas wird mir da schon noch einfallen. Hoffe ich. Beziehungsweise wir reißen vielleicht auch die Felder raus oder so. Wenn die jetzt nicht gerade mitten im Wachstum sind. So, die großen Felder wachsen und wachsen. Die kleinen Felder auch. Und arbeiten Leute in Matzo. Verlagert da schon irgendwas? Essen. Ja, haufenweise Essen. Ja, Essen. Hurra. Essen. Weiß doch nicht, woher das kriegt, aber ich hoffe von uns. So, wir bauen hier massenweise Zeug hin. Das ist nur die Frage, kriegen wir das jetzt ja auch noch mit Kohle hin? Das machen wir dann das nächste Mal. Dann nur, da müssen wir uns dann nur um Kohle kümmern. Wie wir jetzt irgendwie Kohle von da nach da kriegen. So, 20 Tonnen. Das bedeutet, der Kart ist nicht von, davon weg. Rohstoffspeicher, Export. Aha, also wir müssen jetzt noch irgendwie gucken, dass wir das jetzt davon irgendwie wegkriegen. Wo ist denn hier die Kohle? Waren und Lager. Kleine Rohstoffspeicher, große Rohstoffspeicher. 950 Tonnen Kohle. Aha. Gut, da können wir das lagern und dann. Können wir im Warenhaus zum Beispiel jetzt sagen, okay, wir kaufen uns was und damit exportieren wir das? Essen wird da immer mehr eingelagert. Wir kriegen das da nicht raus, das ist doch blöd. Wie kriegen wir das denn jetzt exportiert? Also klar, durch Straße oder Schiene? Stahlwerk. Infrastruktur. Straßenbau abbrechen. Ressourcenstatus. Bevölkerung ist glücklich. Kohle. Kohlenerz. Ah, die brauchen Kohlenerz. Ach so. Oder? Kohle, nee. Ah, aber die machen Kohlenerz. Okay. Wie kriegen wir jetzt das Kohlenerz zu Kohle? Irgendwie anders, ne? Das ist alles Kieskohle-Eisen. Verarbeitungsanlage für Kohle. Das müssen wir dann das nächste Mal bauen. Aha. Okay. Gut, also das nächste Mal müssen wir noch ein bisschen die Kohleproduktion in Gang setzen. Ich würde mich natürlich auch auf alle Fälle freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Ich bedanke mich jetzt, ich weiß zwar nicht, warum das jetzt auf einmal so ist, aber irgendwie. Ich krieg das jetzt nicht weg. Hallo. Ah, jetzt. Ja. Ich würde mich natürlich auf alle Fälle freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Und guck mal, da kommt schon der fette Rauch aus der Nahrungsmittelfabrik. Also hier geht es jetzt so richtig voran hier so langsam. Und die Leute hier rennen schon zum 5. Mal, glaube ich, in diesen Lebensmittelladen. Also ist hier einiges los auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf alle Fälle, dass ihr heute zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Kommentator und Grinsekal war am Mikrofon. Ciao mit K.